Welches Ereignis, welche Situation im Herbst 1989 erinnerst du dich besonders, beziehungsweise war für dich bis heute besonders einprägsam? 7. Oktober ist natürlich die erste Demonstration in Potsdam. Die war ging vom Platz der Nation die Klimkofferstraße runter, also 2000 Leute, und da waren wir aus der Punk-Szene und aus der Antifa eben auch alle mit zugegen. Und das war da aber auch schon so, dass wir so das Gefühl hatten, so richtig gehören wir nicht dazu, zu diesem ganzen, wie soll ich jetzt sagen, zu diesem ganzen, also wir haben irgendwie schon so ein bisschen kolportiert auf der Demo schon, ja, wir haben das nicht so voll ernst genommen, wir waren ein Demonstrationslauf, der natürlich anfangs ganz ruhig war, weil die Menschen gar nicht kannten, so selbsttätig was zu rufen, ne? Und da war jetzt nicht Pfarrer, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, der sagt, lass uns aber was rufen und so. Und natürlich wir so in unserer subversiven Art noch gleich wieder angefangen, um Menschen Blödsinn zu rufen. Aber okay, jedenfalls sehen die Demo da runter, das war trotzdem ziemlich beeindruckend so, ne? Mit 2000 Leuten plötzlich dann nach dem ganzen Vorlauf. Dann war das aber so, dass die Demo angehalten wurde von Bullen kurz vor der letzten Querstraße von dieser Fußgängerzone. Und da tat sich so ein Bruchruf, den hat man damals noch nicht so verstanden. Also heute kann ich das besser durchschauen so, oder analytisch zumindest auseinanderhalten, dass dann im Prinzip die Bürgerbewegten und die ganzen Leute, die da so waren, und im Gegensatz zu uns aus der Punk-Szene und aus diesem ganzen Spektrum drumherum, also aus der Subkultur, dass wir uns dann gegen die Bullen gestellt haben, während der Rest der Demo halt auf keine Gewalt gemacht hat. Ne? Für mich ist tatsächlich eher der 4. November. Ja. Der 4. November und zum Teil im Rückblicken betrachtet der 9. November ein entscheidendes Datum. Der 4. November, weil am 7. Oktober habe ich gar nicht teilgenommen. Weil die Warnungen, die überall rauskamen, ey, da gibt es auch Fresse, die kassieren euch ein. Da hatte ich Schiss, da hatte ich keinen Bock drauf. Ich bin tatsächlich erst dazu gekommen, als die Heider geräumt waren, die alle weg waren, und habe dann angefangen zu organisieren, wen haben sie alles einkassiert, wer fehlt alles, wer ist da alles da, und dann so. Warst du damals in der Opposition der DDR aktiv? Also, ich war in der Nicaragua-Gruppe, das ist schon, ja, vielleicht ein bisschen ungewöhnlich für die DDR, auch für die DDR-Opposition, weil man dann eher in Umwelt-, Friedens- oder Frauengruppen war. Und wir waren eben in der Nicaragua-Gruppe mit dem Ansatz eigentlich, dieses Thema DDR und Nicaragua zu vergleichen und auch das junge, sozusagen die junge Regierung auch ja, zu beobachten, wie gehen die zum Beispiel mit eigenen Fehlern in der Regierung um. Eigentlich in dem Sinne, dass man ja in der DDR davon lernen könnte, theoretisch. Aber auch letztendlich, das gehört eigentlich letztendlich auch zu meiner politischen Position, dass ich damals, mir war mir schon im Klaren, dass wir auf Kosten von Menschen in der sogenannten Dritten Welt, wie wir es damals, jetzt würde man sagen, der globale Süden, dass wir auf deren Kosten leben. Und das war mir und den Leuten, mit denen ich da zusammen war, am wichtigsten. Aber wir waren trotzdem auch mit den anderen oppositionellen Gruppen vernetzt. Wo warst du im Herbst 1989? Das Interessante ist ja immer, dass wir bei Großereignissen, das war ja auch davor schon so, 1. Mai oder auch 7. Oktober 88 oder so weiter, was man heutzutage dann immer gerne verschweigt, waren ja viele Leute aus den Oppositionsgruppen gar nicht in der Stadt. Die sind eigentlich ja abgehauen. Einerseits wegen Observierung und Ärger und all so ein Kram. Und bei mir war das auch so. Ich bin am 5. Oktober für eine Woche nach Vilnius, nach Litauen gefahren. Und hatte dann dort Gespräche mit den ganzen neuen Gruppen, die es in Litauen gab. Und das erste Mal wurde ich konfrontiert mit der Frage, warum wir nicht als erstes wichtigstes Ziel die Wiedervereinigung Deutschlands vorantreiben wollen. Das haben die mich so am 7. Oktober in Litauen gefragt, die Opposition von dort. Und wir wussten natürlich gar nicht, was das soll, so eine Frage, und haben das vehement irgendwie abgelehnt und gesagt, darum geht es gar nicht. Es geht um demokratischen Sozialismus in der DDR und
Ja. Und dann bin ich eine Woche später eben wiedergekommen und war dann ganz in Berlin. Sagt die Vorbereitungsgespräche und Treffen mit Vereinigung der Linke. Dann gab es ja auch so Vorbereitungstreffen für 4. November für die Großdemo, also mit dem ersten großen schwarzen Block, den wir ja auch so wollten. Und dann eben, wie geht es weiter mit den anderen Gruppen, also Kirche von unten, wo ich aktiv war, oder Friedenskreis Friedrichsfelde war eigentlich komplett dann zu Ende. Und die Zeitung, wo ich dann damals mitgemacht hatte, Friedrichsfelder Feuermelder, gab es dann auch nicht mehr. Und dann eben die Idee, einen Telegraph irgendwie zu gründen, wo es dann auch erst ein Treffen gab. Was hätte deiner Meinung nach politisch oder gesellschaftlich mit der DDR geschehen sollen? Also zuallererst mal wollten wir alle, glaube ich, die bürgerlichen Freiheitsrechte. Das war so eine Art Grundvoraussetzung dafür, dass es mit einer sozialistischen DDR weitergehen kann. Ja, das war uns wirklich wichtig. Aber es war nicht genug. Also wir waren, ich persönlich und viele mit mir in der Initiative Vereinigte Linke, wollten die DDR reformieren. Und das fand ich auch richtig. Weil ich habe mir auch vorgestellt, dass wenn wir ein kapitalistisches Land werden, ist es ungleich schwerer, wieder ein bestimmtes Niveau zu erreichen, so bestimmte Grundlagen zu schaffen, die wir in der DDR in der Verfassung schon hatten. Also, den Paragraphen über das Volkseigentum musste man mit Leben füllen, wie viele andere auch, nicht ihn abschaffen. Weißt du? Also das war mein Gedanke. Man musste aus dem Staatseigentum wirkliches Volkseigentum machen, wo also Leute ihre Betriebe selbst verwalten, zum Beispiel. Wo sie ihren Direktor wählen. Wo sie mitreden an dem, was dort passiert in den Betrieben. Das vorherrschende Bild vom Herbst 89 erzählt, dass die Menschen nur wegen Mauerfall und deutscher Einheit auf der Straße waren. War das so? Touristen hier, wo es auch nur gerostet und geblechert hat, die wollten ein richtiges Auto haben, am besten natürlich ein Mercedes, Vorzeigeding, mindestens BMW. Dann wollten sie in der Welt herumreisen, was das Zeug hält. Dann wollten sie alle viel Geld haben. Ja, das haben sie auch alles bekommen. Und so in die Fresse vollgesteckt, das hoffe irgendwann daran ersticken daran. Hier war keine Bevölkerung und wenn sie noch so 100.000 auf die Straße gegangen sind, die, das sollte jetzt nicht unfair werden. Da waren genügend Leute, die einfach die Schnauze voll hatten, die etwas von dem, was man unter Freiheit verbuchen könnte, wollten. Aber die Bevölkerung hier auf dem Gebiet der DDR war absolut nicht reif für eine Demokratie, so wie ich sie zumindest verstehe. Wo ich einfach reife Menschen brauche, erwachsene Menschen, die ein bisschen mit Sinn und Verstand und auch mal auf etwas verzichten können. Innerhalb der Linken wird die Zeit der sogenannten Wende heute meist vor dem Hintergrund des erstarkenden Nationalismus und Neonazismus nacherzählt. Wie hast du das Auftreten von Deutschland- und Reichskriegsfahnen sowie den kippenden Spruch »Wir sind das Volk« zu »Wir sind ein Volk« damals wahrgenommen? Welche Bedeutung hatte für dich damals »Wir sind das Volk«? Also den Spruch »Wir sind das Volk« fand ich am Anfang eigentlich total schön, weil es ja aus meiner Sicht ein Statement der Staatsführung gegenüber war. Also ihr denkt jetzt, ihr seid unsere Staatsführung, aber wir sind das Volk. Wir sagen, was wir wollen, wir sagen, wie es lang geht. Also ich sehe das ein bisschen in der vielleicht Tradition der großen Demonstration am 4. November. Da fand ich das total schön, dass Leute da zu Millionen in Berlin demonstriert haben. Und ich habe diese Menschenmenge, die auf die Straße ging, irgendwie dann später auch so empfunden mit dieses wir sind das Volk als so eine Art der Emanzipation dem Staat gegenüber. Als es dann kippte in wir sind ein Volk, was ja relativ schnell ging, war ich eher schockiert, weil ich ja nicht für diesen schnellen Anschluss war, weil ich irgendwie dachte, also wir sind noch nicht ein Volk, lass uns das mal angucken. Also du hast nach den Fahnen gefragt. Ich glaube, ich habe bis heute ein total gespaltenes Verhältnis zu der Deutschlandfahne. Ich finde die immer irgendwie, berührt mich unangenehm.
Reichskriegsflagge sowieso, also gar kein Thema, aber ich habe auch ein Problem mit der Deutschlandflagge, also das ist mir irgendwie immer noch fremd, ist mir fremd geblieben. Was kann die linke Bewegung heute von der Bewegung damals lernen? Das, was mich damals schon überzeugt hatte, das war eben der Gedanke einer vereinigten Linken, also einer übergreifenden Bewegung linker Parteien, linker Bündnisse, linker gesellschaftlicher Organisationen, die dem immer stärker werdenden rechten Mainstream etwas entgegengesetzt. Und das war damals im Herbst 89 so oder im Winter 89. Und das ist jetzt wieder so. Wir haben ein rechtes Sammelbecken und das fängt nicht bei der AfD an und hört bei der NPD auf, sondern das fängt weit in der Mitte der Gesellschaft an. Rechte Kreise der SPD, über die ganze CDU, die CSU sowieso, und die planen schon wieder den Schulterschluss. Deswegen, was Linke sollten sich zusammenschließen, sollten das Gemeinsame hervorheben und das Trennende überwinden. Und sie sollten vor allen Dingen nicht glauben, dass die CDU, nur weil sie gegen die AfD Wahlkampf technisch polemisiert, wirklich politisch da große Unterschiede hat. Das ist ein Fehler. Und die beiden werden sich einigen, und zwar zu Ungunsten der Linken halt. Ich komme aus dem Land, was es nicht mehr gibt. Das Land ist längst in alle Winde zerstiebt. Jetzt laufe ich alleine durch ein großes Westdeutschland. Krieg romantische Gefühle, sehe ich eine kaputte Wand.